zwei spannenden Themen, dem gewaltbereiten Islamismus und der Radikalisierung von islamistischen Gewalttätern. Diese Themen werden wichtig für unseren Untersuchungsausschuss und wir erwarten auch heute Hinweise für Handlungsempfehlungen, was kann der Staat verbessern in der Zusammenarbeit mit auch NGOs und Initiativen, die sich darum kümmern, wie stärken wir die Zivilgesellschaft, um Radikalisierung zu unterbinden. In diesem Komplex stellen sich die Fragen natürlich nach dem islamistischen Staat, nach Al-Qaida, nach den Netzwerken des internationalen Terrorismus. Wir werden aber auch Fragen um die weite Finanzierung, die jetzt für außerstaatliche Engagement läuft, ob die so treffsicher ist oder ob wir hier auch Verbesserungen herbeiführen werden und müssen. Und der letzte Punkt, den will ich nicht verhehlen. Sie haben es mitbekommen, der neue Bundesheimatminister Seehofer hat seine Amtszeit mit einer Debatte gestartet, ob der Islam zu Deutschland gehört. Wir durften jetzt vom bayerischen Ministerpräsidenten Söder zur Kenntnis nehmen, dass überall in Bayern Kreuze in Behörden gehängt werden. Da stellen wir uns als FDP-Bundestagsfraktion die Frage, ob das gerade bei den Personen, die anfällig für extremen Islamismus, für Salafismus, für Dschihadismus sind, ob die dazu führt, dass diese Personen von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung überzeugt werden oder ob der Staat hier das Gegenteil damit erreicht, damit dass nämlich diese Personen radikalisiert werden. Das sind Fragen, die wir uns als Oppositionsfraktion in diesem Untersuchungsausschuss stellen werden und ich glaube, die auch gestellt werden müssen. Und da sind wir gespannt auf die Meinung der Sachverständigen und der Experten. Das Thema der heutigen Sachverständigenanhörung im Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss wurde eben schon genannt. Gewaltbereiter Islamismus und Radikalisierungstendenzen, aber auch Radikalisierungswege. Wir wollen mit den Sachverständigen ganz dezidiert diskutieren, inwieweit wir nicht manchmal einen ideologisierten Blick auf das haben, was wir Islamismus nennen, auf das, was wir Dschihadismus nennen, ob wir manchmal vielleicht in einer etwas zu einfachen Analyse sagen, das sind besonders fromme, besonders religiöse Menschen. Ist diese Erklärung denn tatsächlich richtig oder müssen wir über ganz andere politisch-organisatorische Zugänge von denen reden, die sich als Attentäter, als Dschihadist auf den Weg machen? Die Frage nach den Präventionsprojekten, also insbesondere im Bereich der Zivilgesellschaft, steht auf der Tagesordnung. Heute sind ja auch viele Vertreter und Vertreterinnen aus diesen Projekten da. Da geht es natürlich immer um die Frage, sind diese Projekte ausreichend abgesichert? Haben Sie das entsprechend auch qualifizierte Personal? Und eine dritte Frage, die uns als Linke auch sehr wichtig ist, müssen wir nicht auch ein Stück weit dafür sorgen, wenn diese Projekte erfolgreich arbeiten sollen, dass sie unabhängig der Interessen, insbesondere der Sicherheitsbehörden, agieren können und nicht an der einen oder anderen Stelle als deren verlängerte Arm agieren? Das gerade liegt darauf, dass wenn ich mit gefährdeten Personen, deren Umfeld arbeite, den Eltern, den Lehrern und Lehrerinnen, dann kann das nur auf der Basis eines höchsten Vertrauens passieren und sonst gar nicht. Ich will ganz kurz noch eine Bemerkung zur Beratungssitzung machen, weil sie mir wichtig ist. Ich habe das letzte Mal darauf hingewiesen, wir fragen jetzt regelmäßig nach bei der Bundesregierung und den Vertretern der Länder, inwieweit unsere Beweisbeschlüsse erfüllt sind. Und an einer zentralen Stelle hakt es, und das betrifft das Land Berlin. Und selbst wenn es ein Land ist, das rot-rot-grün regiert ist, habe ich überhaupt keine sozusagen Skrupel, hier den Finger in die Wunde zu legen. Und die Wunde heißt aktuell, wir haben immer noch nicht die in Rede stehenden Observationsberichte vollständig übersandt bekommen und die Behörde sucht weiterhin im Haus intensiv möglicherweise nach fehlenden Tagen oder Elementen dieser Observationsberichte. Wir haben darum gebeten, dass der Vertreter des Landes Berlin uns heute nach der Sachverständigenanhörung noch einmal detailliert schildert, was fehlt. Weil man offenbar, und das wäre ein großes Problem, selbst nach der Inaugenscheinnahme der Dokumente, die im Büro von Herrn Joost noch verwahrt waren, zu dem Ergebnis gekommen ist, dass derzeit noch nicht gegenüber dem Untersuchungsausschuss hier, und damit denke ich auch dem Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus, die Akten zu den Observationen vollständig übergeben werden können. Ich sage das nochmal, das ist von uns jetzt keine, ja, ich sag mal, überzogene
Aufmerksamkeit auf diesen Punkt, sondern da es ja möglicherweise in diesen Observationsberichten Hinweise gab zu seinen Tatplanen, zu seinen Kontaktpersonen, zu Beschaffung von Tatmitteln und Ähnlichem, ist das ein zentraler Punkt, dass die Untersuchungsausschüsse entweder diese Berichte auf den Tisch bekommen, und zwar schnell, oder geklärt wird, warum diese fehlen und gegen die beteiligten Beamten dann die entsprechenden Schritte auch eingeleitet werden, und zwar unmittelbar und auch mit deutlicher Stringenz. Es geht hier dann im Zweifel um Beweismittelunterdrückung, das ist keine Petitesse, da muss das für Land Berlin jetzt ran und diese Sache klären. Ja, meine Damen und Herren, heute geht es um ein ganz zentrales Thema der inneren Sicherheit, nämlich die Frage der Prävention und wie man mit Maßnahmen die Radikalisierung von vor allen Dingen jungen Menschen verhindern kann. Das ist kein so schlagzeilenträchtiges Thema wie die Forderung nach einer Fußfessel oder alle abschieben oder irgendwie so, aber dafür verspricht es sehr viel erfolgreicher zu sein, wenn man es denn konsequent angeht. Wir haben im Bereich der Prävention große Probleme. Das föderale System in Deutschland bedingt, dass wir einen Flickenteppich haben. In allen Ländern wird sehr unterschiedlich mit dieser Frage der Prävention umgegangen. Und ich glaube, das ist eine Stelle, wo wir uns heute hier mehr Informationen versprechen. Und es ist gut, dass der Untersuchungsausschuss dieses Thema auch an den Anfang stellt. Denn es ist einfach ein ganz zentrales Thema für unsere Sicherheit. Für mich persönlich stellt sich häufig die Frage, jetzt beim Fall Anis Amri ist es nochmal ein bisschen anders, aber wenn man sich die Anschläge in Europa anguckt und eben auch sieht, dass es diesen Homegrown Terrorism gibt, was ist eigentlich los bei jungen Menschen, die hier groß werden und die Vorzüge von Rechtsstaatlichkeit und Freiheit erfahren, dass sie sich in der Form sozusagen diese, ich finde es einfach, abartigen Gewalttaten zuwenden. Das ist für mich erstmal natürlich grauenvoll, aber eben auch wirklich schwer nachzuvollziehen. Und ich glaube, dass wir wirklich nicht im Sinne von Verstehen, Verständnis aufbringen, aber zu begreifen, was da für Prozesse laufen, dass das eben für uns und unsere Sicherheit auch von großer Bedeutung ist. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf das, was die Sachverständigen vortragen. Herr von Notz, Frau Renner sprach schon an, es gibt Probleme bei den Beweismitteln. Wie sieht es denn derzeit bei den Zeugen und bei den Experten aus? Gibt es da ähnliche Probleme? Wir kennen das ja schon aus dem NSA-Untersuchungsausschuss. Ja, also ich habe mich im Hinblick auf die Sachverständigen so ein bisschen bei den Spätnominierten gewundert, zumindest aus einigen Fraktionen. Ich sag mal, wenn jemand kommt und sagt, das Problem ist der Islam an sich und irgendwie, das ist der Ursprung allen Übels, nicht? Dann ist das genau die Undifferenziertheit, die uns sicherheitspolitisch so unfähig gegenüber dem Problem werden lässt. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass dieses Parlament und dieser Untersuchungsausschuss versucht, dieses Problem zu erkennen, um danach eben auch diese Mittel der Prävention besser einzusetzen. Das ist nicht der alleinige Baustein. Sie brauchen effektive Sicherheitsbehörden. Sie brauchen eine gute Kooperation zwischen den Sicherheitsbehörden. Trotzdem ist die Prävention, Sie können es in einem Soundbit in der Tagesschau nicht so top verkaufen, das stimmt, ja. Aber es ist trotzdem ein ganz, ganz wichtiger Baustein für unsere Sicherheit. Und bei der Frage der Akten, also ich meine, es gibt ja mehrere Fragen, die noch offen sind. Und ich sag's mal ein bisschen abstrakter. Die große Diskrepanz dieses Ausschusses, und das ist eine der Kernfragen, auf die wir drauf gucken werden, ist, es ist ja nicht so, wie in den ersten Wochen von Seiten der Bundesregierung dargestellt, Anis Amri war irgend so ein Kleinkrimineller, sorry, den hatten wir nicht auf dem Zettel oder so. Der Mann war voll im Fokus und man hat seine Kommunikation überwacht und er hat Schlimmstes gesagt und er hat mit schlimmsten Leuten kommuniziert. Und trotzdem konnte er den gravierendsten salafistischen Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik begehen. Das wirft einfach krasse Fragen, auch nach der Verantwortlichkeit auf. Und dem muss man nachgehen. Und wenn da Akten fehlen, ist das ein untragbarer Zustand. Deswegen die Akten müssen ran. Vielen Dank. Als Vertreter der Union ein kurzes Statement zur heutigen Sitzung. Es ist gut und richtig, dass sich der Untersuchungsausschuss heute im Rahmen einer Sachverständigenanhörung mit dem Thema Radikalisierung und Islamisierung befasst. Es geht um die Frage, weshalb und wo junge Menschen radikalisiert werden,
weshalb salafistische Strömungen auf manche so attraktiv wirken. Warum wird das Gewalttabu in unserer Gesellschaft im Rahmen dieser Gruppierungen teilweise durchbrochen? Wir müssen uns aber auch fragen, was kann die Gesellschaft tun im Rahmen von Präventionsprojekten, um jungen Menschen Halt zu geben, damit sie eben nicht in den Islamismus und in die Radikalität abtauchen. Ich erwarte mir heute darauf Antworten, die dann auch eingehen können und müssen in den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses. Ja, auch wir sind sehr interessiert an der Anhörung heute. Wir halten das für sehr zentral. Wir sprechen über den Islam und das müssen wir in diesem Zusammenhang tun. Wir wollen hören, ob der Islamismus mit dem Islam etwas zu tun hat, gewaltbereiter Islamismus mit dem Islam etwas zu tun hat oder was Islamismus überhaupt ist. Ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema. Es haben viele gesprochen von der Radikalisierung, die stattgefunden hat oder die, der wir Herr werden müssen. Das ist mit Sicherheit richtig, aber auch da müssen wir feststellen, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Islam und der Radikalisierung oder gibt es ihn nicht? Das ist das eine. Der zweite Punkt, den wir berühren müssen, das sind die Parallelgesellschaften möglicherweise bei uns, weil wir genau wissen, dass viele der radikalsten Islame ja auch bei uns geboren und aufgewachsen sind. Das heißt, sie entstammen nicht aus Gesellschaften, die mit Rechtsstaat und Demokratie nicht groß geworden sind. Das sind sie mitten unter uns, aber möglicherweise fernab, gleichwohl von unseren Werten und unserer Gesellschaft. Auch darauf müssen wir reagieren und hoffen, darauf Antworten zu finden. Deswegen halten wir diese Anhörung heute für sehr zentral. Sie berührt einen wesentlichen Kern der Problematik, die wir nicht in das Dunkel bringen müssen. Dazu wollen wir gerne einen Beitrag leisten. Frau von Storch, das ist ja jetzt eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, die schon mehrere Jahre andauert. Wo sehen Sie die Möglichkeiten eines Untersuchungsausschusses, die darüber hinausgehen, in dieser Frage dann eine Klärung zu kriegen? Also erstmal ist wichtig und richtig, dass wir eine gesamtgesellschaftliche Diskussion jetzt endlich darüber führen. Sie haben bei meinen Vorrednern zum Teil die Worte gehört, es geht um Radikalisierung und um Indoktrinierung und um Extremismus, aber immer ohne den Zusatz Islam. Es wird so getan, als hätten wir ein gesellschaftliches Problem mit Radikalen, das haben wir, aber wir müssen das einmal leider aussprechen, es hat mit dem Islam zu tun, nicht mit allen Muslimen, aber der Islam in seinen meisten Herrschaften, in seinen meisten Muslimen hat eben den politischen Herrschaftsanspruch. Und darüber müssen wir sprechen, das tut die Gesellschaft jetzt. Und ich glaube, dazu leistet auch so eine Anhörung einen Beitrag, Licht in das Dunkel zu bringen, indem wir noch ein bisschen herumgetappt sind in der öffentlichen Debatte. Und es ist gut und richtig, dass wir diese Debatte jetzt führen und dazu einen Beitrag.